Bereits seit 9 Jahren wird der Diva Award für herausragende innovative Projekte vergeben. So auch heuer wieder. Der glückliche Gewinner in diesem Jahr heißt Ziegner. Die Holding wurde für ihr Projekt Rivergate, ein Office Center an der Donau, mit dem Diva Award 2010 gekürt. Ich finde, dass der Baubeginn war eigentlich schon in einer sehr schwierigen Phase und da muss man wirklich auch den Investoren noch einmal danke für den Mut aussprechen, dass sie in dieser Phase das Projekt noch begonnen haben. Mittlerweile sind wir in der glücklichen Situation, dass wir einer der wenigen sind, die mit so einem tollen Projekt am Markt sind. Insgesamt gab es heuer nur 3 Projekte in der Finalrunde. Warum? Es wird nichts fertig gebaut. Es ist alles nur vorsichtig geplant und man wartet auf eine Vorverwertung und eine Vorvermietung. Die Banken sind restriktiv und teurer geworden, auch teilweise in den Finanzierungskosten. Was wollte man eigentlich mit dem Award bewirken? Dem Projektentwickler als Unternehmer, der auf eigenes Risiko Immobilien um viel Geld errichtet und plant, eine Plattform geben wollten, wo er sich selbst darstellen kann, wo er zeigen kann, was er geschaffen hat, wo er seine Qualität und seine Leistung einfach an die Öffentlichkeit bringen kann. Für die Finanzierung des Projekts zeichnet sich die Raiffeisen Leasing aus. Warum hat das Unternehmen sich dafür entschieden? Wenn das Projekt ein sehr gutes ist und das steht für das Rivergate, dann wird es immer eine Finanzierung geben und deshalb haben wir uns auch dafür positiv entschieden. Und was ist jetzt das Besondere am Rivergate? Das Besondere ist zweifellos dieses Atrium, was eben über 4 Geschosse über die ganzen 138 Meter durchs Gebäude geht, was einen Bezug zur Donau herstellen soll. Und das andere Besondere ist die Gegenrichtung, nämlich die Velistraße, die eben durch dieses Haus führt, was eben sehr großzügig geraten ist. Also wir haben ja hier von Grundwassernutzung über Geothermie, Fernwärme etc. viele, viele Schritte gesetzt, die einfach das Gebäude sehr, sehr ökologisch und nachhaltig machen. Aber man kann immer natürlich noch mehr tun, aber das muss halt alles im ökonomischen Rahmen bleiben.